Alles gut. Ein Film über Integration in Deutschland. Heute wird er im Lindenhofsaal in Geestland gezeigt. 16 interessierte Besucher sind gekommen. Die Idee, den 95-minütigen Film zu zeigen, kam von Hendrik Wohlers. Man muss ganz klar sagen, auch wenn es natürlich jetzt ziemlich realistisch war, wie es im Film dargestellt wurde, auf dem flachen Land, wie man ja sagt, gibt es ganz andere Probleme. Die Mobilität zum Beispiel. Das ist ein Problem, das jetzt hier in Hamburg zum Beispiel gar nicht angesprochen wird, weil es da ja auch gar nicht mehr bekannt ist. Solche Sachen zum Beispiel. Aber um auch erstmal ein bisschen Realitätssatz zu zeigen. Einmal zu zeigen, okay, natürlich ist das, das nimmt einen persönlich mit, aber es gibt Regeln, die leider befolgt werden müssen. Regisseurin Pia Lenz begleitet zwei Flüchtlingsfamilien in Hamburg. Zum einen ist da Jana. Der 8-Jährige flieht mit seiner Familie aus Mazedonien. In Deutschland kann er endlich ohne Angst zur Schule gehen. Doch hier bleibt er zunächst ein Außenseiter. Warum zeigt die Stadt Geestland diesen Film heute Abend? Weil es auch hier genau solche Schicksale gibt. Natürlich, das sind jetzt sehr sympathische Menschen gewesen, die einem leid tun. Und genauso so eine Fälle hat man ja hier auch. Wir sind ja nicht die Entscheidungsbehörde, sondern wir sind die Behörde, die Leute unterbringt. Das heißt, man kriegt solche Fälle mit und es bewegt einen natürlich auch. Dennoch muss man sich davon so ein bisschen frei machen und das ist, weiß Gott, nicht einmal einfach. Adel kommt aus Syrien. Erst nach einem Jahr kann er seine Frau und seine 4 Kinder nach Deutschland holen. Das Leben in der neuen Heimat stellt vor allem seine Tochter Gofran vor immense Herausforderungen. Die Mädchen benehmen sich hier ganz anders als in Syrien. Was berührt die Zuschauer am meisten? Die Wohnungssuche der Großfamilie und natürlich dann, als auch die Familie angekommen ist. Das fand ich sehr emotional, dass er dann nach einem Jahr seine Kinder und seine Frau in die Arme nehmen konnte. Ich glaube, das Mädchen, was dann nachher Fahrrad fuhr, das war schon ziemlich beeindruckend und dann anfing zu singen. Also gerade so der Wandel dieses syrischen Mädchens mit den Werten, die es mitbekommen hat aus Syrien, aus ihrer Heimat und dann hierher kommend und dann so ein bisschen sich angepasst hat, das fand ich so am besten. Der Film soll zum Nachdenken anregen. Bei Integration kann jeder mithelfen. Dann kann am Ende auch alles gut werden.